Willkommen zu Das Parfüm, das Parfum. Einer der Filme, für die man sich an Bernd, meinen Mann, erinnern wird, sicherlich. Einer seiner erfolgreichsten Filme. Vor allen Dingen aber auch ein wichtiger Film, weil es hier um die Sehnsucht und um Begierde geht. Lacan meinte ja, ich begehre, deswegen bin ich. Und sicherlich ist das auch etwas, was auf Bernds Karriere, Bernds Leben zutrifft. Er, der große Verführer, der Mann, der uns Begehrlichkeiten auf die Leinwand projiziert hat. Kino ist die Industrie der Begierde. Und Bernd war einer der erfolgreichsten und effektivsten Menschen innerhalb dieser Industrie. Ein Industrieller der Begierde. Und wo kommt das her? Wie entsteht sowas? Fragt man sich natürlich, was ist der Zauber, der Schlüssel dieser Person? Bei mir war es so, nach seiner Beerdigung habe ich natürlich viel Zeit zu Hause verbracht und habe immer wieder den Fernseher angestellt. Und ich weiß nicht, wie das kam, aber andauernd, immer stelle ich bei Sky an und andauernd kommt das Parfüm. Das war wie verhext. Ich stelle den Fernseher an und immer wieder die Massenszene, in der Grenouille diesen perfekten Duft, den er nun endlich geschaffen hat, über die Menge schweifen lässt und diese Orgie ausbricht. Also es war wie, habe dann auch mal dem Tom Tykwer eine Nachricht geschickt, es kommt schon wieder im Fernsehen, es kann doch nicht sein, es ist ja wie verhext. Gut, irgendwann habe ich angefangen darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich, was sehe ich hier eigentlich in dieser Szene und bin zu dem Schluss gekommen, dass das, was ich dort eigentlich sehe, ist Bernd. Der große Verführer, für den Filmemachen Selbstmanifestierung war. Also genau wie Grenouille dieses Parfüm schafft, um zu der Welt zu sagen, ich bin hier, ich existiere, liebt mich, hat Bernd sich durch seine Filme selbst manifestiert, selbst gefunden, selbst erfunden. Und bei dieser Massenszene, wenn ich die jetzt nun so sehe im Film, muss ich auch sehr an eine andere Szene in Bernds Film denken, in dem Film Das Mädchen Rosemarie, in dem auch die große Verführerin Rosemarie ganz zum Schluss in diesem goldenen Kleid in diese Menschenmenge hineintritt und sie alle nochmal verführt. Das ist der große Moment, wo sie das erreicht, was sie immer haben wollte, nämlich Teil des Ganzen zu sein. Und dennoch ist sie doch nicht Teil des Ganzen und stirbt daraufhin. Ähnlich wirkt diese Massenszene, diese Verführungsszene im Parfüm auf mich. Und ich musste natürlich dann auch an den Moment denken, als Bernd seinen Lebenspreis bekommen hat, als er eben auf einmal dastand wie Grenouille und das Publikum in diese Ekstase verfallen ich glaube, fast 10 Minuten geklatscht hat und er doch dann tatsächlich das bekommen hat, also diese Belohnung, diesen Respekt, diese Liebe dieser Organisation, die er ja gegründet hat, die Deutsche Filmakademie, die ihn vorher immer wieder im Zuge ihres Vaterkomplex bestraft hat. Gut, all das hat er nun bekommen und was hat es bedeutet? Ich glaube nicht, dass er wie Grenouille dann war und gesagt hat, ach, zur Hölle damit. Und sich hat in dem Sinne, dass das das Ende bedeutet hat. War sehr nah am Ende seines Lebens, aber die Liebe, die ihm da entgegengebracht wurde, ich glaube, die hat ihm sehr viel bedeutet. Es war kein tragisches Ende. Und ich habe ihm diesen Satz, I desire, therefore I am, ich begehre, dafür bin ich, kurz vor seinem Tod vorgelesen. Wir haben über Lacan geredet und er hat gesagt, nein, dieser Satz stimmt nicht, ich bin wunschlos glücklich.
Und ich bin sehr zufrieden. Und das ist, glaube ich, ein sehr schönes Ende.